So, da sind wir wieder bei der nächsten Folge. This War of Mine. Ich habe direkt weiter aufgenommen. Viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Oh ja. Nice, er hat wirklich was gefunden. Das war wahr. Geil. Super. Viel essen, viel trinken. Nice. So will ich das sehen. Richtig gut. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, Pavel war ja da in dem. Mit dem anderen Typen los. Pavel, ganz ruhig. Du kannst schon mal Essen machen. Dreimal, sehr gut. Slatter geht schlafen. Groß Sweater, die steht auf und macht mal kurz hier so einen Filter. Wir gucken uns mal kurz die Bio-Upgrades an. Bei Pavel ist es. Bei all diesen Bomben, Scharfschützen und den mangelnden Vorräten möchte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen und weinen. Und das von dem Profisportler. Doch wir können es nicht zulassen, dass wir unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie uns unsere Würde nicht wegnehmen können. Es ist schwierig hier. Aber wisst ihr. Ja, aber wisst ihr, wie wir in diese Straßen geschafft haben? Tja. So, du baust einen Filter. Genau. Sonst irgendwelche Bio-Upgrades? Nee. Der ist noch vom Alten. So, Slatter geht schlafen. Wie geht's dir? Leicht krank, erholt sich. So. Ich wünsche, ich hätte die Stadt verlassen. Verdammt. Ja. Auf jeden Fall kannst du dir jetzt erstmal was zu essen gönnen, würde ich sagen. Verdient hast es dir. Achso, dann gehst du nach oben und holst was zu essen. Weil ich glaube, mit hungrigem Magen wird das nichts. Also die Genesung meine ich. Das stelle ich mir etwas schwierig vor. Aber natürlich bleibt auch fürs Wetter noch was übrig, keine Angst. Slatter, du hast es ja auch verdient, was zu essen zu bekommen. Und das bekommst du sobald das Trinken fertig geworden ist. Ich bin immer noch übrigens ohne Facecam auf, einfach weil ich ziemlich abgefuckt gerade aussehe, weil ich ziemlich lange gespielt habe. Es ist gerade über 4.30 Uhr nachts, also. Ich habe zu Lost auch gerade gesagt, ich gehe jetzt schlafen. Dann dachte ich mir, eigentlich kannst du noch ein paar Folgen aufnehmen. Dann bist du so wieder drinne und dann will man doch irgendwie nicht mehr. Ich habe etwas, was ihnen gefallen wird. Pavel. Ach, du bist auch müde. Nee, dann musst du das machen, leider, Anton. Pavel, du gehst schlafen. Anton, ab nach oben. Nein! Ich hab mich verklickt. Ach Mann. Scheiße. Egal. So. Du im Bett schlafen. Du schlafen. Du auch im Bett schlafen. Nee, du plündern. Ja. So, was plündern wir jetzt? Alter, das ist eine neue Sache dazugekommen. Kirche. Die Kirche der Heiligen Maria ist bekannt für ihren wohltätigen Pfarrer Oleg. Doch in der Kirche wurde kürzlich verwüstet und Olegs Schicksal ist unbekannt. Wir sollten mit Bergen von Schutt rechnen. Eine Schaufel könnte nützlich sein. Eine Gruppe von bewaffneten Männern soll jetzt das Sakristeigebäude besetzen. Es könnte gefährlich sein, dorthin zu gehen. Reisebüro. Vorsicht. Überall, wo ich Vorsicht lese, das kann ich schon gar nicht machen, eigentlich. Weil ohne Waffen. Man könnte hier weitermachen. Machen wir das. Schaufel nehmen wir mit. Und los. Ich will niemanden töten. Also die Folge wird jetzt ein bisschen kürzer werden wahrscheinlich, weil ich einfach... Es war ein Fail von mir, jetzt tut mir leid. Ich wollte nicht auf Tag beenden drücken, aber ich... Ja, ja, habt ihr auch gesehen. Er ist wieder da oben. So. Oh, sie hört mich nicht. Sie ist ein bisschen taub. Bitte lass es die Ratte sein. Ja. Ab nach oben. So, kann er mit der Schaufel zuschlagen? Können wir. Also, falls er uns angreifen sollte, haben wir eine Schaufel. Ich will eigentlich niemanden töten.
Da ist jemand und da ist er. Da ist doch er, ne? Müssen wir nicht da weggehen? Genau, Großer. Nein, geh da weg. War schon richtig. Oh, fuck. Hi. Tut mir leid. Oh, fuck. Der Typ hat eine... Shotgun. Okay. Wir nehmen noch einen Tag mehr auf. Pavel ist gestorben. Wir wurden ausgeraubt. Fuck. Fuck. Ist was, alles gut. Bio-Upgrade. Pavel wurde letzte Nacht bei der Suche nach Vorigen getötet. Wenn ich gegangen wäre, dann wäre er vielleicht noch unter uns. Und du wärst vielleicht tot. Ich kann nicht aufhören, an den Tod von Pavel zu denken. Hätten wir irgendwas tun können, um es zu verhindern? Es ist wirklich schade, dass Pavel nicht mehr unter uns weilt. Wir werden seine Geschichte nach dem Krieg seinen Lieben erzählen. Fuck. Oh, scheiße, Mann. Na gut. Kein Essen? Okay, aber da, das können wir ja... Ne, Bücher verbrennen wir nicht. Dann verbrennen wir ein Holz. Und dann machst du nochmal Essen. Einen Filter bauen, genau. Oder kann sich erstmal Anton was zu essen holen. Wahrscheinlich alle traurig, ne? Ja. Wir brauchen etwas zu essen. Ja, du bist immer noch hungrig wahrscheinlich, ne? Und du, Sutter? Sehr hungrig. Okay, dann mach doch erstmal das da rein. Sutter isst doch einfach mal nochmal ein Stück Gemüse. Kann das Datter dann auch gleich nochmal machen und dann haben wir das aufgeteilt. Okay. Ja, das ist schön, wenn du es besser finden würdest. Ist mir egal. Okay, du bist langsam bist du mir ein bisschen zu krank. Nimm mal lieber Medikamente. Besser ist das. So. Mehr können wir nicht machen. Oh nein, sie ist auch krank. Immer noch sehr hungrig. Ja, du musst kurz warten, bis du Essen bekommen kannst. Dann geben wir dir was zu essen. Dafür müssen wir noch einmal ein bisschen hiervon herrschen. Wir werden tatsächlich ein Buch verbrennen, glaube ich. Nee, alles gut. Ich wollte nur was. Leicht krank. Dann jetzt haut er gleich was rein. Wer geht denn heute Abend plündern? Sweater? Wahrscheinlich, ne? So. Trinken. Kurz ab, bis Trinken fertig ist, dann brechen wir auch schon wieder die Nacht auf. Oder haben wir noch genug Wasser? Könnten wir noch genug haben sogar, ne? Ne, reicht nicht. Wir brauchen neues Essen. Wir werden die Kirche nehmen müssen, auch wenn es mir nicht gefällt eigentlich. Eine andere Wahl gibt es nicht. Was mit Pavel, ey? Ich hab nicht damit gerechnet, dass der Typ einen Spaten hatte. Also Gott, ja, wir hatten den Spaten. Dass der Typ eine Shotgun hat. Oder eine Schusswaffe überhaupt. Fuck, Alter, das trifft dann echt ein bisschen. Wir haben echt alles versucht, ne? Ja. So, trinken ist gleich fertig. So. Zack, gönn dir.
Aber du baust nochmal. Ne, hier war das, ne? Nein, 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 nein. Abbrechen, abbrechen. Ich muss das erst machen. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal, dass er nochmal ein Dings baut, so ein Filter. Damit wir nach der Nacht ein bisschen mehr haben. Bisschen mehr Wasser, meine ich. So. So sinnlos zu töten. Was für eine Verschwendung von Leben. Ja. Ja, muss weitergehen. Hier geht es eigentlich am besten so. So gesehen. Ja, dann setzt du kurz ein, dann beenden wir den Tag und dann gehen wir nochmal in die Nacht und dann werden wir sehen, ob dann noch einer überleben sollte. Wunderbar. Irgendwas Neues? Nein. Kirche. Plündern, im Bett schlafen, Bett schlafen. Oder sollten wir irgendwas mitnehmen? Bergen von Schutt, eine Schaufel. Ach, die Schaufel hatte Pavel. Fuck. So. Schon mal so, wenn sie jetzt auch noch sterben sollte, dann weiß ich nicht unbedingt, ob ich das Let's Play noch so lange weitermachen werde. Mal gucken. Wir wollen es mal nicht unbedingt auf anlegen. Noch ein Panzer. Ich weiß nicht, wie man dort reinkommt. Ach so. Einfach mal hier das. Oh Gott. Jede Menge Schüsse. Oder warten, was hier vorne ist. Das gefällt mir nicht. Hier kann ich nichts looten. Wie groß das wieder ist, ey. Ob die oft Plünderer hier haben? Ich meine, im Endeffekt sind wir gar nichts anderes. Aber andererseits die moralische Frage, dann überleben, ne? Ob man das dann so einfach differenzieren kann, ist halt die Frage, ne? Ich glaube nämlich nicht, dass man da irgendwas gegen machen könnte. So. Hier wird wahrscheinlich nur Schutz sein. Ich glaube nicht, dass die hier Essen lagern werden. Die Frage ist auch, vielleicht sind die ja sogar so, dass wir mit denen traden können, wenn das echte Dings sind, echte Banditen. So, wir nehmen erstmal alles mit, solange unser Inventar noch nicht voll ist und... Können wir hier runter? Das sieht doch schon eher nach was Gutem aus. Achso, meine Inventar schon voll. Ach du Scheiße. Dann legen wir das weg und das weg und nehmen erstmal gar nichts mit. Schrank, mal gucken, was da dran ist. Was ist denn? Beschädigte Schrotflinte, oh cool. Dann nehmen wir doch mal, wenn wir die jetzt schon mit haben, packen wir auf jeden Fall die ein. Diese Musik gerade so voll nach vorne driving. Drivend. Lauf. Wieso geht's nicht? So geht das nicht. Lauf einfach um dein Leben. Scheiß auf die Typen. Scheiß auf Geld, scheiß auf... Im Endeffekt alles, leb einfach weiter. Heilige Scheiße.
Andererseits, wir müssen halt irgendwann dann anfangen. Es ist so eine schwierige Entscheidung irgendwie. Ja, schon schwierig. Ich weiß es nicht. Es erscheint mir gerade relativ schwierig. Naja, bis zum nächsten Mal bei The Swarf Mine.